Hi, hier ist mal wieder Bleep Track. Naja, das Jahr nähert sich dem Ende und eigentlich findet immer der schöne Kongress am Jahresende statt. Dieses Jahr dank Corona leider nicht. Wir haben aber dafür die Remote Chaos Experience. Und ich habe mal wieder heftig in die Tasten gekloppt und einen Generator gebaut. Und ja, ich wollte einen kurzen Rundgang mit euch machen, was der so kann und wie der so entstanden ist. So, hier sind wir im offiziellen Design-Dokument von Creature Works, spricht man die Gruppe, glaube ich, aus, die das gemacht hat. Und es ist sehr cool geworden, finde ich. Wir sind im Pixel-Look, wie die ganze Experience auch wird, in den online-virtuellen Räumen. Die sind alle im Pixel-Look gehalten, soweit ich das mitbekommen habe. Und das ist praktisch hier das offizielle Logo. Und es gibt sehr viele schöne Varianten, was mir dann ja immer sehr gut gefällt. Weil je mehr Varianten, desto mehr freut sich der Generator, dass er mehr zu tun hat. Es gibt also hier diese drei Hauptfarben. Man sieht schon, man hat immer als Hauptbestandteil ein Quadrat, den Text innen drin, unten rechts in der Ecke und dann noch eine Pixel-Variation im Hintergrund. Und ich dachte mir schon so, diese Pixel, die eignen sich natürlich sehr gut, um irgendwas zu generieren. Und natürlich auch, dass Leute was pixeln dürfen. Dann gibt es erstmal natürlich die ganzen Beschreibungen über die Farbwerte und so. Es gibt noch so Nebenfarben, welche Fonts. Und weiter unten gibt es dann auch Beispiele, wie Pixelvariationen des Logos aussehen können. Ich glaube, die kommen ganz zum Schluss. Hier sind sie zum Beispiel. Genau. Das sind noch Variationen, die vorgeschlagen werden, ja, dass man also mit diesen Pixeln spielen kann und da eigene Sachen reinmalen kann. Na gut, das habe ich jetzt also mal versucht, in einen Generator zu pressen und der sieht gerade so aus. Den gibt es entweder auf rc3.bleeptrack.de oder auf logogenerator.rc3.world, müsste, glaube ich, gerade die zweite Domain sein, die jetzt gerade eher so die offiziellere praktisch ist. Und ja, der Generator schaut folgendermaßen aus. Wir sehen hier schon, standardmäßig schreiben wir auch mal RC3 rein und im Hintergrund gibt es schon ein paar bunte Pixel. Ich kann jetzt irgendwo klicken und bekomme eine neue Variante davon. Die faden immer so ein bisschen ein. Ich habe das abhängig davon gemacht, welchen Farbwert die Pixel haben und dann immer noch so einen kleinen Random Offset erzeugt. Das heißt, die helleren Pixel brauchen immer ein bisschen länger als die dunklen. Und ich finde, das gibt dem Ganzen so einen netten, irgendwie ein bisschen mehr Volumen, wenn sich das aufbaut. Und mit Paper.js, das ist das Tool oder die Library, die ich für sowas immer benutze, gehen so kleine Tweens auch immer super schnell einzubauen. Dann hatte ich so ein kleines Problem. Der Font ist super cool, der heißt Orbitron. Wenn ich jetzt aber was reinschreibe, was zum Beispiel Umlaute hat, wie meinen schönen Hackerspace für Schwörhaus, dann habe ich ein Problem mit den Ös und dem W. Also meine Idee war, in der Vorlage sieht man ja, dass der Text immer unten rechts in der Ecke hängt. Da wollte ich mich irgendwie dran orientieren und das dann so blockweise irgendwie reinschreiben. Ich dachte, es wäre nett, praktisch immer rechtsbündig, vierzeilig, mit vier Buchstaben einen Block füllen zu können. Und Leute können da natürlich auch noch mit Leerzeichen spielen, um Sachen drin zu verschieben. Aber das größte Problem sind eben die Ös, ja, die überlappen sich. Und das W wächst auch in die anderen Buchstaben rein, weil der Font nicht Monospace ist. Das W finde ich nicht so schlimm, wenn das da rein wächst, aber die Ös sind natürlich blöd, weil die verschwinden genau im Buchstaben drüber. Deswegen schneide ich die jetzt aus und trickse da ein bisschen rum. Am Anfang dachte ich, ich kann das geschickt machen mit einem Compound Path. Da gibt es die Paths, die immer eine Even-Odd-Regel haben. Ja? Also in dem Moment, wo sie sich überschneiden, wird das praktisch ausgeschnitten und alles andere wäre in dem Fall weiß. Das funktioniert dann aber tatsächlich nicht ganz so toll, weil ich zum Beispiel bei den Ös oben kleine Kännchen bekomme. Und was ich jetzt mache, ist tatsächlich eine normale Boolsche-Operation. Ich stanze also diese beiden Ö-Punkte aus dem S oben aus. Was es dann auch vielleicht später, wenn es mal jemand in einen Stiftplotter oder Lasercutter legen möchte, vielleicht auch ein bisschen die bessere Wahl ist. So, wir machen das jetzt aber mal ganz leer, weil ich euch noch was anderes zeigen möchte. Man kann nämlich, habt ihr vielleicht schon entdeckt, selber drin rummalen, indem man einfach den Pixel anwählt und durchrotiert. Das ist vielleicht aktuell so die semi-gute Lösung. Vielleicht wäre es noch schön, eher noch sowas wie einen Pinsel zu haben, wo man eine der Farbtiefen der Farben auswählen kann und dann einfach mit gedrückter Maustaste drin rummalen kann. Kann man auch dazu bauen, das wäre, glaube ich, jetzt auch kein großer Aufwand. Aber nachdem die Pixel ja eh jetzt nicht riesig viele sind, kann man sich so eigentlich auch recht nett durchklicken und oder sich halt was Neues generieren lassen. Und wenn wir nochmal kurz einen Text reinmachen, sieht man es ein bisschen besser. Man kann den Parallax verschieben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen
Interpretationsfreiheit des Designs von mir zugegebenermaßen, weil das die Designvorlage sieht das erstmal so nicht vor. Ich finde es aber eigentlich ganz nett zu sagen, ja, ich kann es noch ein bisschen verschieben, vielleicht ist es dann irgendwie witziger oder man kann sich noch eine nette Animation draus bauen oder so. Das würde ich sagen, ist so die Hauptfunktionalität an sich. Und jetzt habt ihr ja schon gesehen, es gab diese drei Farben, da kann man natürlich auch noch durchwechseln. Es gibt noch diesen dunkellila Ton und so ein schönes 80er-Jahre-Türkis, was, glaube ich, so mein großer Favorit momentan ist. Wenn man zwischen denen umherschaltet, dann sieht man auch, dass die so in einem leicht unterschiedlichen Tempo die Farbe wechseln. Da ist also auch ein leichter Zufallswert drauf. Das macht es ein bisschen interessanter anzugucken, finde ich. Und was es auch aktuell noch gibt, sind diese Templates. Das sind praktisch einfach vorgefertigte Muster, die man auswählen kann. Da sind noch nicht viele drin und da würdet ihr ins Spiel kommen. Wir können mal kurz zu GitHub rüber gucken. Da gibt es das Template-File hier im GitHub-Repository und da sind die hinterlegt. Und das ist ganz einfach ein Array mit den Zahlenwerten der Pixelfarbe. Wenn ihr also Bock habt und eine gute Idee habt, was ein gutes Template wäre, dann macht gerne einen Pull-Request, dann nehme ich die einfach mit rein. Mir sind ein bisschen die Ideen ausgegangen und ich bin auch, was Pixel-Art angeht, nicht so gut, sagen wir es mal so. Also wenn ihr da Lust habt, was Schönes noch zu bauen, immer gerne her damit. Und auf eine Sache wollte ich noch eingehen. Genau, es gibt noch das leere Template, damit man schöner drin rummalen kann. Aber wenn ich jetzt die generiere, ist das ein bisschen die Frage, wie entstehen denn die Muster? Weil wenn ich einfach nur komplett zufällig Werte setzen würde, dann würde es immer sehr, ich sag mal, matschig und ziemlich arg wie Kraut und Rüben aussehen. Das ist ein bisschen blöd. Also muss man sich irgendwas suchen, was einem schon so ein bisschen Muster vorgibt, die man irgendwie nehmen kann. Und wenn ihr euch vielleicht schon mal mit, ich weiß nicht, Spieleprogrammierung oder anderen generativen Sachen beschäftigt habt, dann ist euch sicher schon mal Perlin-Noise über den Weg gelaufen. Und ich habe ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung oder eine freie Variante davon benutzt. Das ist Simplex-Noise. Das ist also auch ein multidimensionales Rauschen, in dem Fall ein 2D-Rauschen. Das kann man auch schön visualisieren in so einer Heatmap. Dann hat man die Werte von weiß bis grau. Und da suche ich mir praktisch immer einen Ausschnitt aus. Jetzt kann es aber passieren, dass ich in einem Ausschnitt lande, der, wenn man sich das als Höhenkarte vorstellt, zu tief liegt. Ja? Sodass praktisch die ganzen Werte, dass nur sehr wenig Werte drin sind oder vielleicht sogar alle Werte nur 0 ergeben würden in meinem Fall. Also nur schwarze, durchsichtige Pixel. Das will ich nicht haben, ne? Wenn ich klicke, dann muss immer ein Bild kommen. Es soll nicht passieren, dass mal jemand klickt und was Neues generieren möchte und dann entsteht nichts. Das ist natürlich enttäuschend für den Nutzer irgendwie. Deswegen stretche ich halt immer die Werte, die in dem Bereich rauskommen, sodass immer ein leerer Pixel und ein ganz heller Pixel dabei ist. Das macht es also spannender, wenn man das immer schön dehnt, den Bereich noch. Das ist eigentlich der ganze Generator. Der Rest ist im Endeffekt wie immer. Man kann sich noch ein PNG rausspeichern, was auch hier mit Rechtsklick auf dem Canvas eh auch direkt funktionieren würde. Oder ein SVG für Laser und Plotter und andere Druckdinge. Und das war's eigentlich. Ich hoffe, der macht euch Spaß. Und ja, macht gerne einen Pull-Request, wenn ihr eine tolle Idee noch habt, wie man den erweitern kann. Ansonsten habe ich noch zwei kleine Neuigkeiten für dieses Video. Ich habe vor, also eigentlich schon einigen Wochen, einen Talk aufgenommen, der jetzt aber vor ein paar Tagen erst auf der GitHub Universe lief, über Generative Art. Der ist englisch, ist ein Einstiegstalk über Generative Art mit Paper.js. Ich erkläre ein bisschen Theorie, mache eine kurze, kleine, knackige Coding-Runde, die sich auch an Programmierer richtet, also wenn ihr eh schon aus dem Technikprogrammieruniversum kommt, ist das für euch perfekt, dann ist der Einstieg nicht ganz so lahm und langweilig, dann könnt ihr da direkt reinfallen und schaut euch den gerne an. Der ist mittlerweile veröffentlicht und den Link findet ihr unter dem Video. Ansonsten habe ich mich auch vor ein paar Wochen auf eine Kunstausschreibung eines lokalen Museums hier beworben. Das ist das Museum für Kunst und Brot in Ulm. Da geht es also um Agrikultur, Pflanzenanbau, Brot auch tatsächlich an sich. Sehr schönes Museum, sehr empfehlenswert. Und die hatten eine Ausschreibung über ein Projekt. Man konnte eine Projektidee vorstellen und musste ein bisschen beschreiben, einerseits, was man tun möchte, und man sollte aber auch immer künstlerische Laien einbeziehen. Und da habe ich ein Projekt eingereicht und bin tatsächlich genommen worden. Das heißt, das darf ich in den nächsten Monaten umsetzen und das wird nächstes Jahr ausgestellt. Und das werde ich in den nächsten Videos dann auch sicher immer mal wieder begleiten und erzählen, wie das gerade so abläuft.
Genau, aber davon gibt es dann auch mehr in, ich glaube, so einer Woche wird das auch nochmal offiziell angekündigt von deren Seite. Ja, so viel von mir. Eine schöne Winterzeit und bis bald. Ciao!